Du möchtest den Hintergrund kostenlos aus deinen Videos entfernen, ohne lange Jahre mit Faden und Masken zu verbringen, oder du willst Text hinter dich setzen, ohne dass du lange dafür irgendwas malen musst, dann ist das hier das Video, was du suchst. Das Tool, was du suchst, ist runwayml.com. Es ist ein neuronales Netzwerk, was noch viel mehr kann, als nur den Hintergrund in einen Greenscreen zu verwandeln, nämlich auch sowas wie Depthmaps generieren oder Style Transfer. Aber dazu ein andermal. Heute geht es um das Greenscreen erstellen bzw. um das Rotobrushen. Und in der App kannst du dann einfach dein Video hochladen und dann dich mit einem Greenscreen versehen. Also du gehst hier auf Video Tools und lädst dann hier dein Video rein. Ich lade hier jetzt eine kurze Sequenz von mir hoch und ziehe mir den dann in die Timeline. Und dann kann ich ganz einfach einen Punkt setzen und er versucht automatisch meine Maske zu erkennen. Hier hat er zum Beispiel das noch nicht miterkannt, dann setze ich einfach noch einen Punkt mehr und jetzt erkennt er mich vollkommen. Wenn ich hier jetzt noch eine Auswahl exkludieren möchte, dann klicke ich hier auf Exclude und setze einen roten Punkt, was ziemlich intuitiv ist, und dann nimmt er diese Haarsträhne dann nicht mit rein. Jetzt kann ich einfach meinen Cursor weiter nach vorne in die Timeline nehmen und er generiert quasi aufgrund dessen eine Maske und wir können gucken, ob er dann hier auch alles richtig generiert und gehen dann quasi durch und setzen immer wieder solche Punkte. Und damit haben wir auch quasi schon unsere Maske erstellt. Und wenn du denkst, er ist soweit durch, kannst du einfach auf Preview klicken und es dir nochmal in flüssig angucken. Und ich finde das jetzt okay so und kann hier oben auf Export gehen. Und er kann dir das Video in der kostenlosen Variante zwar nur in SD-Qualität exportieren, aber das ist schon mal besser als nichts, wenn du überhaupt kein Rotobrush-Tool zur Verfügung hast. Und hier oben sehe ich dann mein Processing, also das, was gerade so passiert. Und nach ein paar Minuten kann ich mir dann mein Endergebnis runterladen. Und wie du damit weiterarbeiten kannst, das gucken wir uns jetzt kurz noch an. In DaVinci Resolve ziehe ich dann einfach den gegreenscreenten Clip über meinen Originalclip. Aber da es nur ein SD-Clip ist, der künstlich aufskaliert wurde und deswegen die Resolution hier nicht wirklich toll ist, würde ich das maximal als Maske nehmen. Und als Maske kannst du das ganz einfach nehmen, indem du beide Clips mit Rechtsklick markierst und einen Fusion-Clip draus machst. Dann gehst du in DaVinci Resolve zumindest in Fusion und hast jetzt hier die Möglichkeit, diesen Media in 2 mit einem Delta-Keyer zu bestücken, indem du dir mit Shift-Space einen Delta-Keyer raussuchst und dann quasi die Farbe pickst. Und jetzt hast du die Möglichkeit, das ganz einfach als Maske einzufügen, und unter Matte kannst du das Ganze auch noch ein bisschen tweaken, indem du die Maske etwas blurst und unter Erode Dilate noch etwas reinnimmst. Und so hast du dich grob freigestellt und könntest jetzt zum Beispiel diesen Layer über das Original drüber legen und jetzt könntest du ganz einfach in der Effect Library einen Text einfügen und den hinter dich setzen. Und egal wo du diesen Text jetzt hinschiebst, er wird hinter dir sein. Sowas ist ziemlich nice. Und da das Tool online funktioniert, könntest du es theoretisch auch direkt von deinem Smartphone aus bedienen. Ich wünsche dir viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.